Ich müsste allerdings Ressourcen aufwenden. Ich könnte mit einem Feuerregen reinrennen und mal schauen, was ich da an Schaden anrichten kann. Ich vermute mal ganz stark, dass der reichen würde. Aber das wäre auch irgendwie verschwendet, weil die kann ich später bestimmt auch so problemlos besiegen. Was mich aber interessiert gerade, das würde ich jetzt gerne trotzdem testen. Wenn ich mich wirklich direkt unter die stelle, also circa hier, einen Feuerring mache. Ich weiß nicht, wie viele gestorben sind. Aber das gucke ich jetzt mal kurz nach. Das interessiert mich jetzt. Jetzt muss ich da leider erst hochlaufen. Aber das ist ja schnell erledigt. Weil da stand jetzt einfach nur 100 EP. Also ich habe mit Sicherheit nicht alle erwischt. Gehe ich zumindest stark davon aus. Weil manche stehen ja auch ein bisschen weiter hinten. Aber es wäre auch kein Problem zu sagen, ich beginne hier mit dem Feuerregen und renn dann in die Reihen, also. Zwei Stück? Ich bin verwirrt. Moment einmal. Wieso sind da nur zwei? Das sind wesentlich mehr als zwei. Normalerweise, das sind bestimmt locker um die sechs Leute oder so. Weil wenn das nur zwei sind, dann kann ich das ja sogar jetzt schon machen. Das ist doch ein Bug, oder? Das sind noch mehr als zwei normalerweise. Lustig wäre es, wenn ich jetzt hochgehe und einfach mehr als zwei da sind. Kann natürlich sein, dass die anderen Leichen despawned sind, aber das kann eigentlich... Nee, eigentlich nicht. In Gothic despawnt eine Leiche nicht, die Loot dabei hat. Jetzt sind es aber mehrere. Das ist echt interessant. Jetzt bist du dran. Upp. Das ist echt interessant. Ja, ich meine, ich könnte es jetzt so lassen, aber... Oder soll ich es so lassen? Das wäre jetzt ein Feuerregen, den ich dafür gebraucht habe. Ich meine, Unwetter würde wahrscheinlich auch reichen und ist nicht so teuer. Nee, wenn dann mache ich das mit dem Unwetter, dann hätte ich gesagt. Weil Unwetter bringt später auch weniger als Feuerregen. Ne, Erol? In dem Sinne. Da ist eine Rat. Habe ich denn das letzte Mal an der Innenstatue gebetet? Habe ich wieder frei? Ja, ein Stärke. Why not? Wir können hier nämlich mal mit dem Magier reden. Der kann ja handeln. Vielleicht hat der eine Unwetterspruchrolle. Ich glaube, Bazuris hat er auch eine. Ich habe die nur nicht gekauft. Hi. Wie hieß denn da nochmal? Iskarot oder so? Oh, nicht schlecht. Du. Innos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Eine Unwetterspruchrolle, bitte. Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet. Und wenn du als Novize im Kloster aufgenommen werden willst, musst du ein Schaf mitbringen. Und 1000 Goldstücke. Ich glaube, das Schaf ist nicht. Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers. Ein Priester unseres Gottes Innos. Deines Herrn. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge.
Zeig mir deine Ware. Hat er gar nicht. Gut, ich könnte es mit Goblin-Skeletten probieren. Wenn ich da zwei Stück beschwöre, vielleicht reicht das. Könnte sogar sehr gut sein, dass es reicht. Ich glaube, das probiere ich. Möge Innos allzeit über dich wachen. Hi. Oh Gott. Das ist alles ein bisschen unpraktisch gerade. Oh oh. Das stirbt dieser eine Scavenger 800 Mal. Ah, geht doch nicht. Ja, das hätte ganz, ganz, ganz böse ausgehen können gerade. Aber der Stein der Vernunft hat mich gerettet. Nichts. Muss ja alles schon genau angucken, weil in Odyssee war ja durchaus an ein paar Stellen was, bei dem ich mir auch nicht immer hundertprozentig sicher war, ob das im Standardspiel da ist. Dann konnte man da ja zum Beispiel hoch, aber hier ist das nicht möglich, hätte ich gesagt. Man kann sich hier aber reinglitschen. Wenn man hier rüber geht, kann man da drauf und dann rein. Willkommen beim Kloster Innos, Fremder. Ich Hallo. Bin Bruder Pedro. Ein Hallo, demütiger Pedro. Diener Innos und Wächter der Pforte des heiligen Klosters. Was ist dein Begehr? Erzähl mir vom Leben im Kloster. Wir leben im Kloster, um Innos zu dienen. Wir Novizen verrichten die Arbeiten. Und wenn wir die Gelegenheit bekommen, studieren wir die Schriften. Die Magier wachen über uns und sie erforschen die Künste der Magie. Ich will ins Kloster. Es ist nur den Dienern Innos gestattet, das Kloster zu betreten. Oh. Wenn du zu Innos beten willst, dann suche einen der Wegschreine auf. Dort wirst du Stille zum Gebet finden. Was muss ich tun, um im Kloster aufgenommen zu werden? Wenn du in die Gemeinschaft Innos aufgenommen werden willst, musst du die Regeln des Klosters kennen und befolgen. Außerdem verlangen wir von jedem neuen Novizen die Gaben an Innos. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Das ist verdammt viel Gold. Es ist ein Zeichen dafür, dass du ein neues Leben als Diener Innos beginnst. Bei deiner Aufnahme werden dir alle deine bisherigen Verfehlungen vergeben. Und bedenke, die Entscheidung, ein Diener Innos zu sein, kannst du nicht mehr rückgängig machen. Welche Regeln habt ihr euch auferlegt? Innos ist der Gott der Wahrheit und des Gesetzes. Daher dürfen wir niemals lügen oder ein Verbrechen begehen. Meine Solltest du dich Brand. An einem Bruder der Gemeinschaft oder an unserem Eigentum vergehen, so wirst du eine Strafe dafür bezahlen. Innos ist ebenso der Gott der Herrschaft und des Feuers. Als Novize hast du allen Magiern des Feuers Gehorsam und Respekt entgegenzubringen. Aha. Ferner ist es die Pflicht der Novizen, alle Arbeiten im Kloster zum Wohle der Gemeinschaft zu erledigen. Wenn du bereit bist, diese Regeln zu befolgen, und die Gaben an Innos hast, sind wir gewillt, dich als Novizen in unser Kloster aufzunehmen. Ich möchte Novize werden. Du hast nicht die nötigen Gaben dabei. Woher willst du das wissen? Vielleicht habe ich die in meiner Tasche. In meiner Taschendimension. So, ich musste nur kurz was warten machen auf dem zweiten Desktop. Ist aber schon lustig, ne? Miliz kannst du einfach werden, nachdem du Bürger bist. Söldner wahrscheinlich, nachdem du ein paar Leuten verprügelt hast. Und die Kirche natürlich wieder. Digga! Spenden, hallo. Und selbst wenn du noch nie irgendwas verbrochen hast, spenden, hallo. Lass das mal so stehen. Und das ist verdammt duster. Ich gehe jetzt kurz zu Orlans Taverne, werde mich da auf die Ohren schlawenzeln.
Dann könnte ich auch gleich mit Ruka reden. Ups. Dann könnte ich auch gleich mit Ruka reden. Und... mit Randolph die Quest machen. So, mir ist gerade der Name von ihm nicht eingefallen. Ich könnte eigentlich sprinten. Fällt mir gerade ein. Auf. So, so ist nicht ganz so duster. Glaubst du wirklich daran? Schau mal an, was da für eine Landrate ist. Wann muss das hier so kommen? Zur liebe Greg. Darf ich das eigentlich haben, was hier steht? Ja. Weil bevor ich es aus Versehen anklicke, tue ich es lieber gleich weg. Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenke. Was suchst du, Fremder? Ich bin ein ordentliches Schwert, Schenke, der Wirt dieser bescheidenen Orlan. Einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Das kann ich dir alles geben und noch mehr. Wenn deine Münze rollt. Welche Rüstung kannst du mir anbieten? Ich glaube, die ich bereits trage. Ein schönes Stück, das dir sicher gefallen wird. Man selbst ist doch da nicht drauf. Lederrüstung, ja. Ich denke darüber nach. Wie du meinst. Was kostet ein Zimmer bei dir? Für einen Bruder des Rings? Gar nichts. Hier hast stimmt, ich trage den Ring noch. Oberen Zimmer. Such dir eins aus. Danke. Bilde ich mir das nur ein oder starrst du meinen Ring an? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich bin ganz deiner Meinung. Es ist ein Aquamarin. Schon mal einen gesehen? Ja, das habe ich. Willkommen im Hauptquartier, Bruder des Rings. Was kann ich für dich tun? Keiner wissen. Welche? Kannst du immer noch? Ja, okay, immer noch nur dieselben. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du? Hey, sei doch nicht so. Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher. Du Dieb. Zeig klar. So, hat er irgendwas Cooles im Angebot? Glaubst du wirklich daran? Nee, daran glaube ich nicht. Nee, hat nichts Interessantes. Okay. So, dann quatsche ich noch kurz mit Ruka. Ist das Bier gut hier? Es ist nicht gerade das Beste. Aber in diesen grauen Tagen darf man nicht wählerisch sein. Was machst du hier? Bis vor ein paar Wochen habe ich noch auf den Feldern des Großbauern geschuftet. Irgendwann ist es mir einfach zu bunt geworden. Und ich habe mich kurzerhand aus dem Staub gemacht. Jetzt bin ich mein eigener Herr. Alles, was ich besitze, ist in dieser Truhe hier. Und mehr brauche ich auch nicht. Interessiert an einem kleinen Wettkampf? Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Was für ein Wettkampf soll das sein? Ich nenne es, leere den Krug in einem Zug. Die Regeln sind ganz einfach. Wir bestellen beim Wirt abwechselnd jeder einen Krug mit dem besten Bier, das der alte Zausel zu bieten hat. Jeder Krug ist bis auf den Boden leer zu trinken, sodass er nicht einmal mehr einen Ring hinterlässt, wenn man ihn umgekehrt auf den Tisch stellt. Derjenige, der als letzter noch steht, hat gewonnen. Der Verlierer zahlt Zeche und Einsatz. Na, wie wär's? Ein anderes Mal vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann würde ich mit dir wetten. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einen Topf. Wer gewinnt, bekommt alles. Wie hoch dein Einsatz ist, das hängt von deinem Geldbeutel ab. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Und du hast deine Wette. Ich habe jemanden, der gegen dich antreten will. Wer soll es sein? Randolph. Randolph, der Aufschneider? Na gut, warum nicht? Schick den Knilch zu mir und der Deal. Knilch? Spätestens 2 Tage später kannst du ihn wieder abholen. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück. Und er steht dann wieder. Wie hoch ist dein Einsatz? Das habe ich noch gar nicht gewusst. 100. Das höre ich gerne. Ich werde mich da nicht einmischen. Ich nehme deinen Einsatz an mich und verwahre ihn so lange, bis der Wettkampf vorbei ist, klar? Und glaub ja nicht, dass das... Hier hast du meinen Einsatz. Alles klar. Lass dir... Ein Satz! Ich hab's schon wieder weggeklickt. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Mir erzählt ja keiner mehr was. Sonst habe ich nur ein kleines Problem. Ich glaube, ich darf nicht einfach so an seine Truhe ran. Ja. Oh, also das war ja gerade der Ultra-Instinkt. Sieh mal, falscher Zeitpunkt, Greg.
der Bauernjunge. Du kommst mir gerade recht. Greg, falscher Zeitpunkt. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Oh Gott, ich habe aber auch kein Leben. Das war jetzt schon wieder so. Oh nein. Okay. Ich muss noch weiter weg. Und ich versetze ihn in den Schlaf. Oh, ich hab Unwetter sogar. Ich hab's gekauft. Oh Gott, bin ich ein Idiot. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Hey! Meinst du, mir geht es besser? Ich leg mich kurz hin. Das braucht mich jetzt nicht unnötig mit meinem Zeug heilen. Ich hätte das anders gemacht. Hallo? Wann muss das hier so kommen? Glaubst du wirklich daran? Okay, aber dadurch, dass nur er böse ist, wenn ich in seine Truhe gehe, passt das. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, ich habe es auch nicht gewusst. Hier brauchst du das nicht zu... Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch... Ich finde es so gut, wie die Musik einfach nicht mehr wiederkehrt gerade. Das ist irgendwie echt lustig, dass das in Gothic 2 so ein Problem ist. Das hatte ich ja tatsächlich auch ganz viel in Odyssey. Auch wenn das... Wobei, da war es eigentlich auch eher hauptsächlich in Kurines und, wie heißt es nochmal? Man weiß gar nicht mehr, Athanos. Man noch glauben kann. Da war es ganz schlimm am Anfang, das weiß ich noch. Das interessiert mich nicht. Ja, dann erzähle ich es halt nicht. Alter, was ist denn das? Hey! Die nerven mich da unten. Ich prügel gleich alle weg. So. Keine Ahnung, sag du es mir. Okay. Nimm deine Pfoten da weg. Weg mit der Waffe. Nicht ansprechen, Greg. Sieh mal an, Greg, falscher Zeitpunkt. Abermals. Lass mich bitte in Ruhe. Du hast es so gewollt. Oh. Komm mit. Wir prügeln uns, aber nicht hier. Die da drin dürfen nicht mitkämpfen. Das Kampf zwischen uns beiden, mein Freund. So. Ups. So, lustigerweise habe ich jetzt meinen Einsatz wieder. Ist das okay, dass ich das genommen habe? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil theoretisch habe ich ja jetzt mein Geld zurückgeholt und das könnte sein, dass er sich deswegen beschwert und die Wette für nichtig erklärt. Ich werde mich da nicht einmischen. Kriege ich dich doch noch. Hey, Orlan, das ist nicht in Ordnung. Mein Aua. Gott, ein Kampf. Gar nicht so übel. Du hättest auf mich hören sollen. Wieso ist er jetzt auf mich losgegangen? Gold, ich habe so etwas keine Zeit. Wieso ist er jetzt auf mich losgegangen? Boah. Guter Speicherpunkt. Okay, jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das mache. Wenn der Orlan jetzt jedes Mal auf mich losgeht, ist das extrem beschissen. Ich muss ja eh nur eigentlich kurz Wasser platzieren. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Schauen wir mal, wenn ich hier reingehe. Ich muss es einfach nur kurz schaffen, an die Truhe zu kommen. Ach, die Truhe. Nicht die Truhe. Die Tür hier kann man gar nicht öffnen. Okay. Ich wundere mich aber. Das habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Hier. So, Gold auf dem Boden. Kriege ich dich doch noch. Ah. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Okay. Du hättest auf mich hören sollen. Ich muss es jetzt nur schaffen, bis Ruka wieder da ist. Gold. Ich bin ganz. Das ist schon mal meins. Kann aber sein, dass ich schon zu lange gebraucht habe, weil ich versucht habe, erst außenrum zu gehen. Ich habe was anderes gehört. Noch sehe ich ihn nicht. Das interessiert mich nicht. Aber es kann sein, dass... Ja, okay, boah. Also dieser eine Typ hier... Der ist mich einfach komplett am Durchbeleidigen. Das war keine große Sache.
So, da ist jetzt Wasser drin. Okay. Musste es ja besser wissen. Ruka? Bist du böse, wenn ich jetzt mit dir rede? Warte mal. Mit Dieben. Okay, mit Dieben will er nichts zu tun haben, oder? Das ist kein Geheimnis. Warte mal. Okay, scheint zu passen. Das ist kein Geheimnis. Was ist jetzt mit Orlan? Er hat mit miesen Leute gehört. Kennst du den Typ mit der Augenklappe? Ich hab ihn hier schon mal gesehen. Ein übler Bursche. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Die Miete für das Zimmer damals hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat. Und selbst dann hat er sich nur damit Zeit gelassen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Seine Kiste auch. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Das hätte er auch selbst wissen können. Hätte er das selbst wissen können. So, warte mal, ich bin jetzt einfach gerade faul. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, kann es. Das ist doch angenehm. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. So. Wolfszahn. Ist das wirklich wahr? Wisst ihr was, ich zieh's jetzt einfach an. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Wer bist du überhaupt? Ich hab was anderes. Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Du bist so freundlich zu mir. Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Heißt er vielleicht Dexter? Heißt er vielleicht Dexter? Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Hier hast du 10 Goldmünzen. Waffen? Die Söldner haben Waffen. Interessant. Ich hörte davon, dass Ona, der fette Bauer, die Jungs angeheuert hat. Gar nicht so übel für so eine Landratte. Keine schlechte Idee. Ich sollte sie vielleicht wirklich mal aufsuchen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Proviant? Du bist ja in einer Taverne. Der dämliche Wirt rückt da nichts raus, wenn du ihn nicht dafür bezahlst. Hast du in der Stadt keinen Waffenhändler gefunden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Die haben doch nur Schrott. Das ist wirklich nicht. Hier hast du 10 Goldmünzen. Du armer Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Die Höhle ist mir allein ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit. Ich hätte das anders gemacht. Das kann ich kurz zwischenschieben. Das interessiert mich nicht. Okay. Ich werde diesen Bauern da drin komplett durchverprügeln. Wie oft hat er jetzt gesagt, dass es ihn nicht interessiert, wenn ich irgendwas erzählt habe? Ich sehe es jetzt schon in den Kommentaren. Das interessiert mich nicht. Da ist sie. Easy. Greg, du kannst bei auch. Okay, der gibt mir nicht mehr EP. Frech. So, mein Freund. Spitzhacke. Ich gebe dir schon mal eine Hacke. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. Unauffällig. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So, und jetzt rein mit dir. Mhm, ganz bestimmt. Wie viel Leben hat er eigentlich? 640. Ach ja. Okay, ich glaube, hier war aber auch irgendwo ein Goblin-Krieger drin. Das ist zumindest mal ein schwarzer Goblin.
Ich habe mich jetzt erstmal um den schwarzen Goblin gekümmert, weil die machen mir, glaube ich, nur 5 Schaden. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich glaube nicht, dass die Kleinen mir sonderlich viel machen. Jede Menge Fleisch. Und die wertvolle Innos-Statue. Die war für irgendeine Quest. Ich weiß aber nicht mehr für welche. Oh mein Gott. Schauen wir mal, ob ich mich... Okay. Das heißt nein. Okay, der schwarze Goblin macht mir tatsächlich auch nicht viel Schaden. Ist da noch? Ja, tatsächlich. Oh. Oh, ein schwarzer. Okay. Alles gut, alles gut. Irgendwie hätte ich gedacht, dass die Höhle tatsächlich schwieriger ist. Aber ich komme gerade relativ gut durch. Ah, ihr seid sogar schon. Na komm her. Okay, nur noch einer. Ich hätte schwören können, dass hier auch ein Krieger drin war. Naja gut, habe ich mich wohl geirrt. Ah, ich glaube... Lederbeutel. Ich mach den aber nicht auf, sonst... Wobei. Was sagt er, wenn ich den Lederbeutel aufmache? Wisst ihr was, das interessiert mich. Ich glaube nicht, dass ich das schon mal ausprobiert habe. 25 Gold. Ist das alles? 25 Gold. Mensch, also das sind meine 10 Pfennig viel weniger. Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit! Es waren 25 Goldstücke drin. Hier hast du sie. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Also, auf dem kleinen See mit den 2 Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein. Mhm. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch 2 Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht. Das würdest du bereuen, klar? Okay, dann alternativ, weil mich das interessiert. Was ist, wenn ich Nein sage? Wo warst du denn so lange? Nein. Willst du mich etwa verarschen? Ja. Da war nichts. Verdammt, ich hab's ja gewusst. Da waren die Aasgeier wieder schneller als ich. Naja, nichts für ungut, Kleiner. Ich muss weiter. Wir sehen uns später. Interessant. Was ist, wenn ich ihn jetzt später wieder treffe? Ich meine, vermutlich wird er dann an der Kreuzung stehen, oder? Warte mal. Ich beschleunige das jetzt mal ganz kurz, einfach nur, weil ich wissen will, ob er wirklich da vorne steht. Und was er dann sagt. Also ich lade gleich, ne? Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Ja, er steht hier schon mal. Hey. Alles klar? Wie man's nimmt. Die soll... Ich hatte erwartet, die hätten... Aber wenn du mich fragst... Weißt du, ich vermute, du suchst denn keiner mit Dexter. Okay. Interessant. Man bekommt halt einfach die Quest nicht. Ja, interessant. Habe ich noch nie gemacht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er dann einen prügelt und halt, naja, in der Leiche, stimmt nicht, bei unserem niedergeschlagenen Körper sucht. Ob wir was dabei haben. Ich glaube, ich sollte mich erst um die Blutfliegen kümmern.
Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Geh du mal weg, ja? Bevor du jetzt die Viecher hier umbringst. Das ist meine EP. Da brauchst du nicht so krass entlang schlendern. Uts, uts, uts. Nee, du-dum, bitte, du-dum. Du-dum, bitte, du-dum. Komm her. Okay, jetzt klaut er mir da hinten EP. Böser Junge. Schade. Bei diesen nach vorne Angriffen kommt es halt leider doch ab und zu dazu, dass ich einen Schlag kassiere. Ja, ich muss, glaube ich, geduldiger kämpfen. Ich wollte gerade sagen, gib Ruhe. Ja, Blutfliege und Lurker gleichzeitig ist blöd. Deswegen komm her, Mr. Lurker. Sie sind als Erster dran. Okay. Da habe ich mich gerade verklickt. Der Kampf hätte schöner laufen können, muss ich sagen. Der war nicht sehr schön. Naja. It is what it is. Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Manchmal ist das echt besonders, die Gegner. Die wehren sich manchmal ganz schön. Ganz komisch. Wieso wollen die denn nicht sterben? Warte mal, wenn ich schon mal hier bin, mache ich das, glaube ich, gleich. Das von der Insel da runterholen, was da drauf ist. Ich glaube aber, da waren zwei Lurker drauf, oder? Ich speichere mal. Weil zwei Lurker sind gerade in R, wobei, wenn ich ganz vorsichtig bin, vielleicht. Alter, hier sieht man ja fast gar nichts. So. Ah, da ist etwas. Ich habe ja jetzt was gefunden. Ah, ich glaube, ich habe... Okay, nehmen wir schon was beidem. Ist hier sonst noch irgendeine Pflanze, die ich mitnehmen kann? Blauflieder? Ja. Man erkennt die halt echt gut, ne? Die neuen Pflanzen, das sieht schon nice aus. Okay, gut, dann gehe ich jetzt zurück, mach die Banditen kalt. Hole Randolph. Der trinkt dann Ruka unter den Tisch. Dann könnte ich eigentlich auch den Friedhof hinter Orlans Taverne machen. Und ich glaube, ich gehe tatsächlich hinten rum, also über den Friedhof zu den Banditen. Ich glaube, das ist tatsächlich der sinnvollere Weg. Also, ich muss noch mal ganz kurz ausprobieren, aber mich regt halt die Reichweite, die nicht existente Reichweite dieser Waffe jetzt schon auf, von dem Wolfszahn. Aber ich glaube, ich habe mit diesem Schwert halt wirklich mehr Reichweite. Ja, definitiv sogar. Nee, sorry, aber da behalte ich die Waffe an. Scheiß auf den Wolfszahn. Weil diese nicht vorhandene Reichweite, die macht mich fertig. Ach, warte mal, ich habe gepennt, ne? Ich könnte wieder an dem Schrein beten. Goldprobleme habe ich ja keine. Das ist übrigens auch was ich damals irgendwie nie gemacht habe. An den Schreinen beten. Habe ich irgendwie immer vergessen. Einfach nicht gemacht. Keine Ahnung warum.
Vielleicht, weil ich ein Depp war. Ach, sehe ich da. Immer noch bin. Was denkt ihr? Schaffe ich Goblin-Skelette? Zeit für ein Experiment. Ich werde aber, glaube ich, noch Blut fliegen. Und das sind sogar Feldräuber. Okay. Mollrat sehe ich auch schon. Boah, dieses Targeting-System ist einfach manchmal ganz, ganz besonders. Nur aufpassen, dass ich nicht Goblin-Skelette gleichzeitig mit irgendwas hole. Ich heile mich lieber. Wie gesagt, falls ich aus Versehen so ein Goblin-Skelett anlocke, keine gute Idee. Lieber volles Leben haben. Tun wir mal so, als wäre dieser Kampf wunderschön gelaufen, ja? Wilfried Ukara. Unbekannt. Butlerfleisch. Victorus Stahl. Unbekannt. Ah, da drin sind die Goblins, okay. Zara. Unbekannt. Oskar Sorn. Unbekannt. Midos. Jota oder Lothar? Lothar wahrscheinlich. Artak Amashrok. Liegt einfach ein Ork. Zumindest klingt der Name danach. Okay. Let's have a look. Schaffe ich Goblin-Skelette? Das Ding ist halt, wenn ich einen anlocke, also wenn ich sie einzeln anlocken könnte, ja. Aber ich glaube mal, ich hole gleich alle. Dann wiederum nein. Ups, wollte keine Waldbeere essen. Wie viel Schaden macht ein Feuerpfeil? Hui! Nicht so wirklich viel. Aua. Ich müsste halt kritten, dass ich sehe, ob ich theoretisch eine Chance habe, wenn ich einen wegkritte. Das wäre halt interessant zu wissen. Was ich aber machen kann, ist einem zwei Feuerpfeile reinklatschen. Vielleicht kriege ich den dann relativ schnell weg. Ne, ich glaube, ich schaffe immer nur 5 Damage. Ich glaube, ich kann die nicht kritten. Einzeln wären sie, wie gesagt, möglich. Aber so in der Gruppe aktuell nicht. Könnte man natürlich mein eigenes Goblin-Skelett holen, aber... Nee, das lasse ich für einen Moment. Das muss jetzt nicht sein. Hier waren, glaube ich, noch Warane. Oder zumindest einer. Nee, 2. Vielleicht 3? 3. Müsst ihr die jetzt nur versuchen, einzeln anzulocken? Ich wollte den jetzt die ganze Zeit gegen die Wand drücken, aber... Ja, jetzt habe ich es geschafft, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Na gut, dann muss ich geduldiger sein. Oder ich gehe mit ihm in diese Höhle hier rein. Da sind mehrere Wände. Thank you.
Lief doch ganz okay. Kompositbogen. Oh, 60. Geschicklichkeit.